Herzlich willkommen zu China Prinz auf Spirits. Ja, ich habe mir jetzt dieses Spiel mal runtergeladen, nachdem das schon lange bei mir auf der Liste war. Und ich habe jetzt für dieses Spiel 25 Euro gezahlt, anstatt wie zu der Zeit, wo es mal rauskam, irgendwie 40 Euro. Und habe mir gedacht, weißt du was, lad's mal runter und dann spiel es einfach mal. Gut, ne? So, ich habe hier bei den Optionen von so die eine oder andere Einstellung hier vorgenommen und mal kurz reingeguckt und es war noch ein bisschen zu dunkel. Deswegen gehe ich jetzt nochmal auf neues Spiel. Ja, ich habe nochmal ganz kurz reingeguckt wegen Helligkeit und so weiter. Hier kann man jetzt den Schwierigkeitsgrad auswählen, wobei nur die ersten drei hier möglich sind. Story-Modus, Geisterführer und Experten-Geisterführer. Der andere Meister-Geisterführer, ich nehme mal an, der wird erst freigeschaltet, wenn wir den Experten-Geisterführer durchgespielt haben. Aber ich nehme da die goldene Mitte, den Geisterführer und drücke mal auf Weiter. So, hier ist jetzt halt die Helligkeit, die ich einstellen kann. Von ganz viel auf, ja, gar nicht sichtbar. Ich hatte vorher ungefähr diese mittlere Einstellung, einmal nach rechts. Ich gehe jetzt mal zwei weiter nach rechts. So. Mag vielleicht dann noch ein bisschen dunkel sein, aber du kannst an deinen Geräten auch noch ein bisschen Helligkeit einstellen. So, da bin ich mal gespannt, wie das dann im Ganzen so ist. Ich habe nur gerade mal diese Helligkeit hier. Es geht los. Die Helligkeit mir mal angeguckt. Von selber vorgelesen wird es leider nicht. Aber du kannst ja auch lesen, ne? Nehme ich mal an. Okay. Gut. Was ist das hier? Oh. Das ist Kena. Aber da ist ja Kena. Aha. Oh Gott, lustiges Wortspiel mal wieder. Sie hat was Blaues, das leuchtet und der Stab leuchtet auch blau. Drücke L1 für Impuls. Dann drücke ich doch mal L1. Und es leuchten. Ja, Kristalle. Kristall leuchtet. Ein Geist. Oh, ich bin im Wasser. Ich folge mal dem Geist. Da ist noch ein Geist. Oh, noch mehr Geister. Hier ist eine ganze Geisterfamilie. Okay. Oh, jetzt muss ich sogar noch schwimmen. Da ist ein Ding, sieht aus wie ein Tor oder sowas. Da war der Geist verschwunden. Gut, da wird nichts angezeigt. Ein Teleporter oder Dings, Speicherpunkt oder sowas. Okay, ich leuchtet, mal gucken. Leuchtet, leuchtet. Okay, diese Kristalle muss ich mit meinen Input-Dings hier auslösen irgendwie. Huch. Ach, jetzt wird die Geisterfamilie. Wer ist das? Warum bist du gekommen? Spüre ja Leiden, Geist. Brauchst du Hilfe? Du weißt nicht vom Leiden. Okay. Das ist mein Zuhause, mein Dorf. Der Mann mit der Maske. Geh zurück, Geisterführer. Oh. Drücke R1 für leichten Angriff, drücke R2. Ja, gut.
Kann ich den? Ja, ich kann den allerdings, wie heißt das, einlocken. Da mache ich mal einen schweren Angriff. Oh, da war ich doch zurück, ich mein. Hoppala, das hat ja ein bisschen jetzt was hier von Dark Souls irgendwie. ja. Schwerer Angriff. Bam. Bam. Mal leichter schon durch. Okay, der ist weg. Was? Ach, da ist doch noch einer. Und dieser blaue Strich da, ist das mein Leben oder? Schwerer, leichter, leichter Angriff. Leichter. Schwerer Angriff weg. Da kommt wieder neuer. Ne, zwei neue sogar. Drücke O. Ja gut. Wenn ich ausweichen muss, dann. Mache hier so einen Hechtsprung, wie damals Boris Vega. Aha, ich kann auch die Ziele wechseln. Oh, oh, ich muss beide Beine mit. Oh. Aber hier. Okay. Eine 10 irgendwas. Okay. Hier ist. Was ist denn das für ein... Huh. Okay. Hier ist... Da leuchtet irgendwas. Warte mal. Hey. Ein Stein, in den andere Steine leuchten, diese Kristalle. Ach, guck mal. Da muss ich jetzt die rechte Hälfte noch zum Leuchten bringen. Das dürfte dann wohl hier sein. Das ist auch so ein... Warte mal. Ja. Ah. Okay. Das ist hier. Und jetzt muss ich wieder den hier machen. Ne? Ja. Okay, doki. Bin ich hier irgendwie in so einem Höhensystem oder sowas? Oh, hier komme ich jetzt wohl nach draußen, wie es aussieht. Da kommen mir Blätter entgegen. Wird der gespeichert? Sieht doch nett aus. Schöner Wald. Da ist ein bisschen Wasser. Aha. Was? Interagier mit Dreieck. Die verschwinden wieder. Drei Geister waren hier am Beten. Gut. Warum nicht? Ist hier auch was? Nee. Bam bam. Hier sind auch Steine mit irgendwelchen Symbolen drauf. Oh, was habe ich denn hier? Ich würde mal sagen, so eine Art Katzenstatue oder eher vielleicht aus der damaligen Zeit könnte es auch ein Wolf sein oder sowas. Irgendwie sowas. Katze oder Wolf oder sowas. Ein Katzenwolf. Wolfskatze. Okay. Da ist auch wieder was. Mit einem Geweih. Oh wei. Die lachen, das habe ich doch eben gehört. Okay. Dann drücke ich mal Dreieck. Hoffe, die laufen jetzt nicht weg. Kleine Kinder oder?
habe ihn hier irgendwo gesehen. Was denn? Hm? Hm. Wo ist er hin? Was ist denn für ein Ruck? Hallo. Und schwupp, weg sind die. Speichern. Pausiere L1, um mit denen ehrlich zu interagieren. Aha. Okay. Hier ist auch wieder so eine Druckplatte, sag ich mal. Ah, da läuft er. Hallo. Einsammeln. Wie ein Blatt im Wind. Einen Freund gefunden. Wie niedlich. Alles ist gut. Was ist hier passiert, kleiner Kerl? Hm? Fände die Rott. Okay, dann suche ich nochmal nach weiter nach roten, nach Rott. Rott-Dinger. So, und was kommt da jetzt? Eine Treppe oder sowas? Naja, sowas ähnliches. Okay. Da ist ein Wasserfall. Und? Nee, das bleibt jetzt so, okay. Kann ich hier auch was machen? Nein. Da komme ich her. Aber hier scheinen wohl keine weiteren Rottdinger zu sein. Okidoki. Dann springe ich mal hier hoch. So. Laufen die mir auch zufällig beim Weg oder muss ich dann immer diesen hier machen mit den Impuls-Dingen? Da ist schon wieder so eine Statue mit einem Geweih und Blätter. Da ist sie, lauf! Okay, Kante greifen kann ich auch. Da ist noch einer. Oder nee. Das ist. Einsammeln. Ui. Eins von fünf. Wie Kante greifen? Wieso Kante greifen? Oh komm, das ist aber ganz schön weit entfernt hier. Pilze. Hm. Der eine ist groß und schwarz. Und der andere ist klein und blau. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Oder werden die jetzt klein, schwarz, klein und blau geboren und wenn die älter werden, werden die schwarz. Weil die sich schwarz ärgern. Kann ja auch sein.
Muss ich den hier immer wieder mal machen oder laufen die mal halt, oder werden die halt gezeigt, sag ich mal. Von den. Oh, jetzt geht er dahin. Da ist noch einer. Noch ein großer. Okay. Interessant. Und hep. Okay. Ich kann da unten lang, ich kann hier oben wohl lang. Mal gucken. Von hier leuchten die Dinge. Hm. Ach, da ist auch wieder so eine Plattform, okay. Hm. Da komme ich nicht hoch. Okay. Und hep. Versteck dich, Benny. Okay. Da ist. Huch, der eine ist jetzt dahin geflutscht. Und da ist wieder einer. Und du bist auch groß und schwarz. Drücke rechts, um mit dir zu interagieren. Niesen, tanzen, küssen, auf, okay. Niesen? Ich habe keinen Nieser gesehen. Okay. Tanzen? Tanze ich auf den Kopf rum. Okay, dann küssen. Und die Herzen fliegen. Gut, aufstehen. Okay, okay. Lauf schnell. So, das habe ich dann hier wohl noch einen Weg. Ja. Aber hier war ja auch noch was. Irgendwo. Nee, oh Gott, was ist denn das hier für ein Teil des Waldes. So, gucken. Aha. Hep. Und hep. Hep. Ui. Das war knapp. Okay, hinter dem Wasserfall ist ein Weg, natürlich. Oder eine Höhle. Was sonst? Glück. Und du bist natürlich auch schwarz. Mit grünen Bommeln oder so. Okay, einer fehlt noch. Hep. Und hep. Oh, ja. Gut, jetzt kann ich den anderen Weg gehen, wobei. Was haben wir denn hier? Irgendwie gefällt mir das nicht. Der sieht so zerstört aus und keine Ahnung. So,
Sammle mir Rot, um diese Todeszonenherz zu reinigen. Aha, okay, gut. Todeszonenherz, wie die das anhört. Da muss ja einer irgendwo noch hier irgendwo sein. Diese Ecke. Ist das eine Kiste? Gibt sogar Kisten hier im Spiel. Okay. Grins. Level 1. Die Rot können jetzt mehr, was? Die Rot können helfen. Dein Team von Gefährten ist gewachsen und dir steht jetzt eine Rot-Aktion zur Verfügung. Drücke Quadrat oder Viereck, um die Rot auf Objekte in der Umgebung zu schicken. Aha. Sammle Rot, um aufzuleveln und mehr Rot-Aktionen zu erhalten. Okay. Da war ein Rot in dieser Kiste. Mache ich diesen, dann springen die. Ja, gut, das war erstmal soweit mein erster Eindruck hier von dem Spiel. Es sieht bis jetzt sehr nett aus, gefällt mir. Und ich würde sagen, in diesem komischen, abgestorbenen Walddoller, wie ich das nennen soll, da gehe ich dann nächstes Mal weiter. Und dann gucke ich mal, was das mit diesen komischen Todesherzen da auf sich hat. Gut, kann ich zwischendurch auch so speichern oder? Ja, geht sogar. Das ist toll. Leer, 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 leer. Alles klar. Dann fange ich mal ganz oben an. Speichern. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Gucken und sage dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ich verzauber mich jetzt hier mal ein bisschen. Haha, falls regnet, werde ich wohl nicht nass oder so. Aber ich kann mich so nicht von vorne sehen. So. Dann mach's gut und ich sage bis zum nächsten Mal. Bye bye.